Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder Teil 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir gehen hier nochmal raus und wir probieren mal aus, was passiert, wenn wir diesen Schalter drücken. Hallo, nicht weglegen. Mach mal ein magisches Geschoss. Okay, hat ja richtig gut geklappt. Oh, noch ein zweiter Dinger. Und noch ein dritter Dinger. Können wir das irgendwie... Ja, können wir da hinlegen. Eine Magierschriftrolle. Magie entdecken. Die bekommst du mal. Und noch ein Schwurfdolch. So. Bin ich auch gerade am Überlegen, kann man die... Wenn die hier... Oh Moment, jetzt muss ich mal was ausprobieren, wenn ich die hier schmeiß. Ah ja, dann macht er automatisch hier die nächsten hier rein. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut, dann kriegst du viele Dolche hier. Das passt ja sehr, sehr gut. Okay. So, Tür. Ja. Super. Tür mit... Mit Druckplatte hier. Oh, jetzt wird es ein bisschen blöd mit dem Zeichnen. Ah, da geht's wieder auf. Okay, sehr gut. Also, das ist die Druckplatte. Da muss ich vielleicht noch ein Symbol hinmachen. Dann haben wir hier noch natürlich ein Feld. Hier noch ein Feld. Und hier noch ein Feld. Ja, genauso diese drei Felder. Moment mal. Halt. Moment. Das war die Druckplatte. Das war hier die Druckplatte. Ah ja, doch. Genau. So, diese drei Felder und dann geht's hier weiter. Ja, haben wir noch Essen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und hier müsste ich auf jeden Fall noch ein Dings reinmachen, dass da... das getrennt ist. So. Gut. Essen ist immer gut. So, dann geht's hier weiter. Ich hätte gedacht, wir sollten vielleicht doch... Und hier und da haben wir wieder eine Tür. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ob wir vielleicht nicht doch erstmal nach oben gehen sollten. Also hier hoch. Weil das sieht so aus, als ob das hier ein bisschen der Weg wäre, wo es weitergeht. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Wir gehen nochmal nach oben. Moment, war da nicht was? Nee, da war nichts. Und schau nochmal, was es hier gibt. Und da geht's wieder auch nach Süden runter. Da geht's nochmal nach Norden. Und es ist mal... Diese schleimige Stinkerabflussrohr lässt nichts erkennen. Und das war's? Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Ah, Schande. Mist. Aus Versehen gezaubert. Ich habe auch mal sehen, auf Leertaste gedrückt, um zu schauen, ob ich das hier anklicken kann. Aber das hat leider nicht so richtig geklappt. Okay, dann sind wir hier doch irgendwie fertig, hätte ich gesagt. Ich hasse es, dass das über die Numlock-Tastatur die Bewegung geht. Ja, oder wir machen hier natürlich, das wäre natürlich auch möglich.
Ja, Steve wäre mir da tatsächlich lieber. Okay, dann geht's wieder hier runter. So, wir haben hier eine verschlossene Tür. Niemand schafft es, die Tür aufzubrechen. Wollen wir jetzt in die Richtung oder in die Richtung gehen? Gehen wir vielleicht mal in die Richtung. Dann haben wir also hier, wo es weitergeht. Oh, habe ich da einen zu viel noch geschmissen? Okay, es geht hier runter. Das heißt. Etrea steigt eine Erfahrungsstufe auf. Sehr schön. Und hier geht es auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4 runter. Also. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Und dann haben wir wieder. Ein größeres Ding hier. Moment, das müssen wir jetzt so machen. So, das ist auf jeden Fall so ein Raum hier. Und hier geht's weiter. So, wie ist denn das mit der Erfahrungsstufe? Ja, das ist Erfahrungsstufe hier. Das heißt, wir haben schon auf Level 3 angefangen. Okay, bringt uns das jetzt irgendetwas eigentlich? Können wir dadurch neue Zauber lernen? Für Zauber beten? Ja, da können wir jetzt noch einen fünften, Entschuldigung, einen fünften reinmachen. In dem Fall hätte ich vielleicht gesagt, vielleicht einen Schutz vom Bösen noch reinmachen. Da haben wir auch noch einen weiteren. Flammenklinge. Machen wir mal eine Flammenklinge noch rein. Und das war's. Okay, sehr schön. Ja, ich weiß, ich weiß, ich muss noch mal rasten für das ganze Ding hier. So. Ja, ich sehe, da ist was. Halt, das war falsch, oder? 1, 2, 3. Ja, das war falsch. Na? Okay, das haben wir. Dann geht es hier gleich nochmal so weiter. Und so weiter. Und da haben wir. Ja, was ist denn das hier? Magier, Schriftrolle, Rüstung aufgenommen. Jetzt muss ich. Was ich jetzt auch nicht weiß, ist, kann man die jetzt auch noch lernen? In den normalen Dingen konnten Zauberer ja noch lernen. So, das ist auf jeden Fall hier fertig. So. Da konnten eigentlich. Oh, da ist noch was. Kleriker, Schriftrolle, Segen aufgenommen. Das bekommst mal du. Den hätte ich jetzt beinahe vergessen hier. Ich gehe mal ganz kurz hin und mache hier einen Quicksave. Ah, Moment, nee. Abbrechen. Geht jetzt nicht. Dann machen wir halt doch hierher. Ich will auf jeden Fall einen von diesen Slots, glaube ich, nehmen. Dann machen wir nämlich hier, wo wir immer einen Quicksave haben. Dass wir immer sowas haben. Okay. Ich wollte schauen. Schriftrollen. Schriftrollen wählen, die notiert werden sollen. Rüstung. Du hast, glaube ich, ja keinen Zauber gelernt, wo Rüstung drin ist. Und ich glaube, Rüstung ist gar nicht mal so schlecht. So. Zauber lernen. Da haben wir jetzt Rüstung. Dann haben wir jetzt auch die Rüstung gelernt. Theoretisch könnten wir uns auch noch eine Rüstung jetzt machen. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. So, dann lasst uns mal wieder hier zurückgehen. Da war die Tür. Genau, jetzt sind wir wieder hier.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann geht es hier so um die Ecke rum. Und hier genauso. Das ist das. Und hier um die Ecke. Hier um die Ecke, wobei, und genau, hier ist die Tür. Hoppla, ich wollte es nicht verschieben. So, Tür und, ja, im Moment ist es jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich glaube, für später könnte es relativ wichtig sein. Wenn ich ihn wieder finde, hier ist er, da haben wir den Hebel. So. Mal hier 1, 2, 1, 2. Hier geht's noch weiter. Geht's weiter, hier geht's weiter. Da ist eine Sackgasse. Und wir haben hier. Viele, viele. Oh, schaut euch das mal an. Hallo? Achso. Ja, da haben wir jetzt noch viele, viele Dolche. Dann kannst du den einen Dolch vielleicht noch dir geben hier. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, hier geht's weiter. Aha. Also da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal eine Dings. Und da haben wir eine Tür. Da haben wir eine Druckplatte. Machen wir das ja so hin. Dann geht es hier eins weiter. Hier eins weiter. Und dann haben wir da auch noch mal eine Druckplatte. So. Wo wollen wir denn da jetzt hingehen? Okay, die öffnet auf jeden Fall diese Tür hier. Ja, das stehen wir jetzt hier. So. Hier geht's weiter, dann geht's hier weiter. Na? Und noch mal ein bisschen was zu essen. Ja, ich weiß nicht, wie viel das mit dem Essen bringt. Also wie viel dann da hochgeht. Von daher würde ich es jetzt erstmal noch nicht einsetzen. So, hier geht's hoch. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Viererraum. Ja, und das war es anscheinend auch. Okay. Ah, Essen finden wir hier auf jeden Fall mehr, als ich gedacht habe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, dann sind wir hier fertig. Der Tür macht das Ding macht wahrscheinlich das Ding auf und so. Und das macht es jetzt zu. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir hier drauf gehen? Dann öffnet sich diese Tür. Da haben wir. Oder so ein Ding. Badab, badab, badab. Und da ist eine Tür. Ah, den Dinger müssen wir beschweren. Können wir da den Knochen, den wir gefunden haben, drauflegen? Ha, geht. Sehr gut. Das ist dann
so ein Raum und da geht's weiter. Und da haben wir wieder eine Tür. Ja, es gibt viele Türen hier gerade. So. In beide Richtungen geht's hin und da haben wir auch einen Knopf. Das heißt, wir könnten eigentlich auch durch die Tür durchgehen, wenn wir das wollten. Oder wir gehen ja erstmal hier lang. Dann haben wir dann hier eins Ding. Dann geht's hier einmal nach Norden. So, da haben wir... da haben wir noch einen Geheimgang. Oh, und wir sind jetzt... Wir haben einen Geheimgang aufgemacht, der nicht da lang geht, sondern hier lang geht. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier einen kleinen... Ja, ihr seht es ja. Einen kleinen Gang hier, wo wir hier... Ja, wo wir eine kleine Abkürzung quasi haben. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, durch die Tür will ich jetzt noch nicht. Das ist dann das hier. Dann geht es zack, zack nach Norden. Und da haben wir wieder... Eine Geheimwand, sehr gut. So, nach Norden. Das ist jetzt das hier. Dann geht es nochmal eins weiter. Dann haben wir hier... Es riecht furchtbar hier. Das ist das hier. Ein Wurfpfeil. Ja. Nehmen wir doch mal den Wurfpfeil. Kann man da eigentlich irgendwie was... Nee, da gibt's nichts, was da... Es steht leider keine Information drin, wie es hier weitergeht. Ob der besser als dieser Dolch ist, ob der mehr Schaden macht oder nicht. So, leider sehe ich jetzt hier auch kein... ja. Sieht aus, als ob man von oben da runterfliegen könnte. Hm. Ja, okay. Dann sind wir erstmal fertig, dann müssten wir hier weitergehen. Ja, also das kommt doch eigentlich schon relativ gut an hier, oder? Mit der Karte. Also ich finde, das sieht einfach ziemlich, ziemlich gut aus. Also ich finde, das sieht extrem gut aus. Da kommt man doch jetzt, da kann man sich doch zurechtfinden. Wir sind jetzt hier unten bei dieser Tür hier. So. Ich hoffe nur, dass wenn wir jetzt auch eine andere Ebene finden oder so, dass das dann hier auch noch passen wird mit, ja, von der Abmessung her und so weiter. So, es geht nach Süden. Dann geht es hier... Oh. Halt, das war falsch. Es geht, glaube ich, so rum. Oh. Ah nee, wir stehen doch in der Tür drin. War doch richtig, es geht so lang. Vier. Dann geht's nach unten. Dann nach drüben. Norden. Okay. Ja, das ist schon ein etwas größerer Raum. Also, hier sind wir hier. Das ist das hier. Dann haben wir das hier. Und da geht es auf jeden Fall noch weiter. Bum, bum, bum.
Bom, bom, da haben wir noch einen Pfeil. Und ein Schalter und eine Druckplatte. Oh, was ist das hier? Diese Rune ist unbekannt. Und da geht es auch anscheinend runter. Okay. Also, eine Druckplatte haben wir. Ja. Wieso machst du sie jetzt nicht hin? Keine Ahnung, warum er sie jetzt nicht hingemacht hat. Naja, egal. Also da haben wir auf jeden Fall eine Druckplatte. Da geht es auch nochmal weiter. Eins, zwei, drei. Oh, da scheint irgendwas nicht zu stimmen von den Abmaßungen hierher. Ja, super. Dann muss ich vielleicht mal schauen, ob ich da noch was finde. Wir finden noch ein Schild. Sehr gut. Dieses schleimige Dingsbums, ja, das kennen wir schon. Da haben wir noch mal eine Tür. Also das, irgendwo habe ich da einen Fehler gemacht gehabt. Aber das passiert so schnell beim Zeichnen. Da muss ich vielleicht noch mal schauen, ob ich da was rauskriege, wie wo der Fehler liegt und dann noch mal dieses Symbol hinmachen. Für Druckplatte und für Schalter. Und da scheint es auch runter zu gehen. Okay. Dann würde ich aber sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und ja. Ah, warte mal. Kann das diese Tür sein, dass ich da irgendwas verpeilt habe und das geht hier in diese Tür rein? Dass der Gang doch ein bisschen länger gewesen ist? Ah. Ja, ich muss es nochmal nachschauen, wie, was, wo. Wie gesagt, man verzeichnet sich da wahnsinnig schnell. Dann macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.